Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Forever Skies. Wir sind immer noch mit dem Photophobie-Virus infiziert und unsere Hungerleiste geht immer weiter runter. Ich fürchte fast, wir müssen langsam auch Schmutzwasser trinken. Aber wir gucken erstmal, was wir mit den ganzen Ressourcen, die wir inzwischen gesammelt haben, eventuell craften können. Eine Wasseraufbereitung wäre vielleicht eine gute Idee. Hier hat lange gedauert. Okay. Wie kann ich das jetzt benutzen? Wo ist sie jetzt hin? Ach, da unten. Kann nicht auf dem Boden platziert werden. Ah, aber kann an der Wand platziert werden. Sehr gut. Okay, ich kann immer nur... Ja, immer nur ein Schmutzwasser einstellen. Dann könnten wir später noch mehr produzieren, aber ich lasse das erstmal. Insektenfänger und Elektrokocher. Das könnten wir nehmen. Oh Gott, Ausdauer geht auch runter. Printing completed. Oh, ist der riesig. Ich brauche hier langsam mehr Platz. Kann nicht außen, aber muss. Okay. Dann setzt man da hin. Zutaten. Haben wir allerdings keine. Sauberes Wasser haben wir auch nicht. Nimm sauberes Wasser. Benötigt Flasche. Kann man das wieder entleeren? Ah, hier. Alt und klicken. So. Sehr gut. Dann trinken wir mal was. Das wird ja richtig viel. Wir müssen dringend mehr Flaschen finden. Oder wir können sie selber herstellen. Das wäre natürlich noch besser. Ein Bett braucht mehr synthetische Materialien. Das können wir gleich noch sammeln. Einfache Insektenköder und Insektenfänger. Den haben wir ja schon. Köder-Slot. Wo war denn der Köder? Da. Köder absenken. Achso, ich muss gedrückt halten. Schon wieder vergessen. Je nach einer Weile nach. Okay. Gut, dann möchten wir mal noch dahin gehen, wo wir ein bisschen aufgeräumt haben. Dass ich die Werkzeuge nicht mitnehmen kann. Ich würde gerne einschmelzen oder so und die Metalle weiterverwenden. Was? Da klingelt was? Insektenfänger hat was gefangen. Oh! Können wir jetzt geheilt werden? Wow. Was ist das? Ach so, der Köder. Staubsalat? Hätte ich ihn jetzt essen sollen? Aufnehmen sollen, meine ich?
Medizinstaubsalat. Habe ich das nicht gerade konsumiert? Nee, anscheinend nicht. Ah. Wir sind geheilt. Juhu. Gekochtes Essen ist besser. Ach so, ja, stimmt. Wir hätten den Salat kochen können, auch wenn das nicht besonders gesund klingt. Haben wir? Wir haben noch einen Slot. Okay. So, dann können wir hier den Extraktor weiterverwenden, weil jetzt können wir ja in die Sonne gucken. Holzieren will gelernt sein. Ja, ich bin gleich da. Das ist nichts. Ja, entspann dich. Okay, ich gehe mal ganz kurz gucken, was er möchte. Dieser Kopfsalat wehrt sich ja wie so ein Fisch. Was bist du? Eine Staubrotte. Kann man dich essen? Insekt, das in den oberen Staubschichten lebt, dort nach synthetischen Rückständen sucht und sich davon ernährt. Kann man essen, okay. Dann bereite ich dich mal zu, Staubmotte. Nicht gleich alles. Kann ich das irgendwie aufdröseln? Kann ich das aufdröseln? Bitte nur eine Flasche da reintun. Hoffentlich verbraucht es nicht gleich alle. Kann ich irgendwie Flaschen herstellen? Anscheinend nicht. Ich könnte jetzt Flaschen gebrauchen. Vielleicht finde ich die ja noch. Was bist du? Du siehst wichtig aus. Ah, oh Gott, das kommt aufs Schiff. Oh Gott, das will nimmt das viel Platz weg. Ich habe doch nicht so viel Platz. Komme ich dann überhaupt noch durch die Tür? Ich habe gar keinen Platz dafür. Du liebe Güte, ich kann... Das wird ja lustig. Oh, Flaschen, ja, bitte. Lerne das. Oh, sehr gut. Wir haben ein bisschen regeneriert. Leere Flasche. Benötigt Fabrikator. Okay. Dann. Wir können es herstellen. Printing completed. Hydration level is decreasing. Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich eine Flasche wollte. So, mal kurz Schmutzwasser. Oh. Kann ich die Membran bauen? Forschungsstation. Oh, ein Scanner. Da fehlen uns jetzt die synthetischen Materialien für. Ja, dann muss erstmal das Wasser hier halten, was hier eingesammelt wurde. Wir brauchen mehr synthetische Materialien. Hier kriegen wir keine mehr. Das heißt, aufheben. Ja, komm.
Kommt hier noch ein Ball vorbeigeflogen? Oder hätte ich doch die andere Seite nehmen müssen? Hm, da ist noch was? Ach nee, außer Reichweite. Okay, probieren wir es mal damit. Ich gehe mal mit Tab raus. wo war das? Ach nee, Quatsch. Das war ja die Forschungsstation. Dann Köder drin. Ja. Wir müssen uns... dann auch wieder um Essen kümmern. Das geht ganz schön schnell runter. Wo ist denn der Scanner jetzt hingekommen? Ach nee, Quatsch. Ich habe hier natürlich geforscht. synthetische Materialien. Fehlt uns eins. Ja, ja. Moment, Moment. Stress hier bitte. Ich muss zielen, das ist schon stressig genug. So, das sollte erstmal reichen. Oh, sehr gut. Wir haben wieder einen Salat. So, dann brauchen wir wieder was zu trinken. Ich trinke mal komplett aus, dann können wir auch wieder Schmutzwasser sammeln und das wieder durchjagen lassen. Hier war doch irgendwo noch ein Sammelbecken für Schmutzwasser. Ja, da sehe ich doch eins. Dann haben wir hier auch nichts mehr. Nur noch die kleine Pfütze. Das heißt, wir müssten diesen Ort hier bald verlassen. Sonst werden wir auf Dauer verdursten. Okay, etwas entdeckt, was wir scannen können. Da haben wir was. Wie scanne ich? Mit links. Das Wasserbehälter. Schädlich, trinke es nur in äußerst Notfällen. Ja, das haben wir schon festgestellt, beziehungsweise war ich schlau genug, das zu wissen, bevor ich es ausprobiere. Haben wir jetzt hier noch etwas? Da haben wir noch was. Überprüfe das Studienmenü. Moment. Studienmenü? Studien. Synthetische Cluster. Da haben wir gar keine Ressourcen von. Das ist gerade echt viel. Scanne den synthetischen Cluster, der in der Luft schwebt. Neue Forschung. Erforsche Motor und Kraftstoff.
Oha, ich muss dringend schlafen. Kann ich das Bett herstellen? Research finalized. Ella, muss schlafen. Printing completed. Oh Gott, mitten im Raum. Ich muss den Wasseraufbereiter echt woanders hinstellen. Ich stelle es erstmal mitten in den Raum. Ah, man spürt für mich diese Erleichterung beim Charakter. Sehr gut. Das sieht sehr gut aus. Wir müssen nur langsam was essen. So, kann ich das aufheben? Wir können es erstmal hier nicht gebrauchen. Hier ist kein Köder mehr drin. Ach so, ja, wir hatten ja was gelernt. Wir hatten Motor und synthetischen Kraftstoff. Nein! Warum sind es immer die synthetischen Materialien? Außer Reichweite. Da ist einer. Ich habe jetzt vielleicht auch nicht die beste Position. Vielleicht sollte ich es mal auf der anderen Seite versuchen. Es könnte eine Idee sein. Mal her. Metall kann ich auch immer gebrauchen. Solange hier keine Kügelchen vorbeikommen. Kann das da hinten leider irgendwie nicht einsammeln. Da ist dieser Köderhalter leider im Weg. Okay, das sollte erstmal langen. Ja, wir können den Motor herstellen. Vermutlich reichen jetzt wieder die synthetischen Materialien nicht. Puff, so schön. Ich mag die Partikelanimation. Da ist noch einer. Printing completed. Okay, Motor. Wo kannst du hin? Warst du gerade? Maximum flight speed increased. Gut, und jetzt noch Treibstoff. Können wir noch irgendwas erforschen? Printing completed. Wasserkondensator und Membran. Oh, eine Lagerkiste. Dafür brauchen wir aber mehr Plastikmüll. Wo habe ich denn den einen Plastikmüll her? Ich hab doch eigentlich so einen Sammler. Ich hab nur diese Membran nicht. Tanke den Motor mit synthetischen. Ja, ja, Moment. Kraftstoff öffnen. Calories level is decreasing. So, wir haben getankt. Jetzt dürfen wir den Ort verlassen. Ja! Aber erstmal brauchen wir die Membran.
Ich wünschte, ich könnte gleich mehr herstellen. Printing completed. Standort? Signal? Oh Gott, hier blinkt's überall. Hydration level is decreasing. Gut, den haben wir ja schon. Bergextraktor. Boah, ist leicht verständlich, was das ist. Grundlegende Werkzeuge und Geräte haben wir. Wasseraufbereiter arbeitet. Beziehungsweise arbeitet gleich. Forschungsstation. Forscht Baupläne von neuen Geräten anhand von Daten, die von ressourcenbeschädigten Geräten gesammelt werden. Nicht umweltfreundlich. Ja, ich würde gerne was Umweltfreundliches nehmen, aber in der Not hat man nicht immer die Wahl. Jetzt Kräuter. Das war gerade etwas merkwürdig. Beste Hilfe. Und das Dosenwasser. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Okay. Da war jetzt nicht so viel Neues dabei. Das hatten uns quasi schon die Einblendungen gezeigt. Ja, wo man Plastikmüll herkriegt, ist noch eine gute Frage. Kann ich nicht das Wasser? So kann ich das entnehmen. Ach so, oh. Ups. Oh, das war jetzt dumm. Ich habe keine Flaschen mehr. Kann ich nochmal Flaschen herstellen? Ich brauche synthetische Materialien. Welche Überraschung! Wir werden gleich ablegen. Ich muss mir nur ganz kurz ein paar mehr Flaschen herstellen. Ach, ich will mal mit Tab aus dem Menü. Printing completed. So. Dann können wir das saubere Wasser entnehmen und Schmutzwasser hinzufügen. Wir können was trinken. Ach, wir haben ja noch eine Dose. Dann nehmen wir die als nächstes. Was uns allerdings fehlt, ist Essen. Das heißt, wir müssen mehr von diesen Staubfängern machen. Printing completed. Und da gehen uns schon wieder die synthetischen Materialien aus. Es ist eine Krux. Okay, legen wir erstmal ab. Oder... können wir das auch in der nächsten Folge machen? Ich habe mich ja hier ein bisschen zugestellt. Kann ich das irgendwie aufnehmen? So. Gut. Also, wir werden in der nächsten Folge ablegen und gucken, was uns noch so erwartet in dieser doch etwas düsteren Welt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.